Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, es ist jetzt soweit. Wir wollen nach Mahoyet und uns da das Schlachtross holen. Wir haben mittlerweile genug Geld. Wir sind bei 4.800 Groschen. Und das Schlachtross Jenga oder so ähnlich hieß es irgendwie. Wird noch dauern, glaube ich, bis ich mir den Namen auch noch merke. Es sei denn, wir können es umbenennen. Ich hoffe, man kann die Pferde umbenennen. Aber das will ich mir jetzt holen. Beziehungsweise gucken, wie spät haben wir es? 18 Uhr. Vielleicht gehen wir auch erstmal. Ja, wir werden irgendwann noch reiten lernen. Keine Sorge. Das werden wir auch irgendwann auf Stufe 20 haben. Also bis jetzt sieht auch alles danach aus, als wäre Stufe 20 die höchste Stufe, die wir haben können. Die wir erreichen können für alles. Aber ich glaube, ich lege mich hier mal erstmal vielleicht hin. Quatschen vielleicht nochmal mit Theresa. Wir haben ja jetzt für jeden auch Arbeit organisiert in den letzten Folgen. Sie müsste jetzt irgendwas hoffentlich wegen Antonia sagen, oder? Heinrich, ich freue mich, dich zu sehen. Den Köter? Ne, da steht nichts neu. Okay. Ich habe jetzt erwartet, da... Die sagt jetzt irgendwas wegen Antonia. Dass wir ihr Arbeit organisiert haben. So, aber ich leg mich mal hin. Vielleicht einmal die Nacht durchpennen. So, 12 Stunden durchpennen. Wir müssen definitiv gleich auch noch was essen. Boah, 12 Stunden durchschlafen würde ich jetzt auch gerne mal. So, er wacht hungrig auf, aber zum Glück sind hier zwei Töpfe in der Nähe, wo hoffentlich noch... Aufgabe fehlgeschlagen. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ja, nee. So, aus dem Topf essen. Wie sieht es jetzt mit der Sattheit aus? 74%. Na, mein Kleiner? Lässt du mich vorbei? Oder gibt es hier auch noch einen Topf? Ne, hier gibt es keinen Topf. Da hinten weiß ich aber, dass es einen Topf gibt. Und da müsste hoffentlich was drin sein. Ja. So, hier. Aus dem Topf essen. So, jetzt sind wir bei 99% Sattheit. Perfekt. Ja! Ja! Ey, ich freue mich schon, wir kriegen ein neues Pferd. So, da vorne haben wir den Dings, Bildstock.
Tablets hält leider nicht so viel aus. Also hat nicht so viel Ausdauer, sagen wir so. Und hier mussten wir abbiegen. Genau hier. Also der hat nicht so viel Ausdauer. Der von der Geschwindigkeit, also vom Tempo her, geht das in Ordnung, finde ich. Aber von der Ausdauer und vom Mut her. Ja. Sorry. Ich wollte das nicht. Ja, also von warte mal, hier haben wir auch eine Quest. Was ist das denn für eine Quest? Warte mal, okay, ist einfach nur ein Questgeber. Quatschen wir mal mit dem. Obwohl, der ist wahrscheinlich am Schlafen, da gehen wir mal nicht rein. Dann kümmern wir uns später mal drum. Ja. Eins muss ich sagen, hier bei Kingdom Come, mir gefällt das, dass man wirklich die Leute alle wiederfindet, quasi irgendwo. So, wir müssen hier, warte mal, was ist hier jetzt los? Wer will wieder was? Ah, okay. Kann ich später darauf antworten. Ja. Aber dass man hier wirklich alle wiederfindet, wieder trifft, ja. Irgendwie, irgendwo. Und dass die dann, wenn die sagen, dass die irgendwo hingehen, dass man die dann auch da findet. Außer die eine Sache da mit Herrn Hanusch, dass er, als ich mit Nachtigall auf Wache war, auf Wachdienst, dass er einfach mal genau daneben saß. Ich frage mich eigentlich, wie es Herrn Hans geht. Hänschen. Ja. Neue Stufe reiten. Gefällt mir schon mal, dass wir da wieder aufsteigen. Hans hat mir ja das letzte Mal gesehen gehabt, das war ja nach der Jagd mit ihm. Und dann ist er, wurde er gepflegt. Und seitdem eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ist das schon mehr heuer jetzt? Nee, noch nicht. Ich bin aber jetzt auch falsch abgebogen. Ja. Ich habe entdeckt Grab. Wo habe ich Grab entdeckt? Hier. Bitte habe ich meine Schaufel jetzt nicht verkauft. Ich habe die Schaufel noch. Was gibt's denn hier? Also Gräber ausheben bin ich Fan von. Mittlerweile. Plündern. Brauner Fischer. Ja, komm. Kann man verkaufen. Außer die Groschen.
Die behalten wir so. Ja. In die Richtung wollten wir. Ich würde jetzt nur gern die Straße wieder sehen. Ja, warte mal. Da wollte ich hin. Ja! War doch die richtige Straße hier. Wo kam die Kuh her? Ja. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt auch Matthias. Ich wollte nur zum hiesigen Pferdehändler. So, wer war nochmal das stinkende Pferd von denen? Also das Schlachtboss? Hier. Das Pferd ansehen. Das ist ja in allem besser. Also Geschwindigkeit einfach mal 19 höher. Kapazität ist ja fast um 100 höher. Mut ist einfach mal 9 mehr. Und Ausdauer einfach mal 240 höher. So, wo ist denn der? Da. Da ist das Pferdehändler-Symbol. Hä? Ist er hier drinne? Schloss knacken leicht. Okay, der ist anscheinend nicht da. Aber die Pferde kann man nicht kaufen. Die könnte man nur klauen. Ich glaube, die hätte ich auch eher klauen sollen für Dings. Für Wojciech. So. Uchajstravas. Winky. Da ist er ja. Hey, mein guter Johann. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, ich möchte ein Pferd kaufen. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, habe ich. Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ja, Schlossross Yenda, Stufe 5. Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell, treu. Ein Schlachtross. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Okay, ja, aber wie wäre es mit einem Tausch? Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. So, ich versuche nochmal zu falschen. Gehen wir mal hier hin. Ist das genug? Das ist zu wenig. Okay, dann gehen wir mal. Hierhin? Abgemacht. Ah, nice. Haben wir sogar Geld gespart.
Da ist ja mein Pferd jetzt, ne? So, aufsitzen. Jetzt ist die Frage, wo ist Pebbles? Und warum hat, hat er noch keinen Sattel und alles, keine Zügel? Pferd ansehen. Mein Pferd, anderes Pferd. Ja, nice. Ja. Okay, der ist ja richtig schnell. Wir haben ein neues Pferd. Na ja, mal gucken, wie lange wir das hier jetzt haben. Bis wir ein besseres finden. Aber ich glaube, das wird uns jetzt auch ein Weilchen erstmal begleiten. Und mir gefällt es schon mal mit der Ausdauer, dass es sehr lange hält. Ich glaube, mit Pebbles hätten wir jetzt schon wieder warten können. Also ein bisschen langsamer geritten. Find's nice. Abgebrannten Bauernhof entdeckt. Und ein Bildstopp. Warte mal, wo? Hoppala, falsch, links. Oh, hier haben wir ein Stück freigemacht. Oh, wir reiten gerade Richtung Neuhof. Ja, gut, dann. Ja. Auf nach Neuhof. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Aus dem Weg. Schade, dass der Ritter nicht wieder da ist, der hier irgendwie rumgelungert ist. Der entmutigte Ritter. Eins weiter. Ja. Genau, hier hätten wir abbiegen müssen. Und dann haben wir noch eine Aufgabe da irgendwie für den Henker. Ja. War da nicht was? Da war auf jeden Fall was. Irgendwas mit dem Henker habe ich jetzt noch im Kopf. Ich habe jetzt gerade die Idee gehabt, weil es heißt ja, das Pferd hier soll stinken. Und dass ich dann diese Folge hier einfach nenne, so an Anlehnung Duft eines neuen Autos, Duft eines neuen Pferdes. Irgendwie so in der Richtung. Hatte ich jetzt irgendwie so eine Idee gehabt, so ein... Weil wir jetzt ein neues Pferd haben und es einfach stinkt, das würde einfach passen.
Also ich dachte schon, wer ist denn das? Warte mal, Reitzeug. Ah, okay. Jetzt hat es das Reitzeug. Apropos Reitzeug, kann man auch Reitzeug kaufen irgendwo? Besseres Reitzeug? Und das alte verkaufen? Aus dem Weg? Wenn wir jetzt nur noch unser Pferd umlackieren könnten, das wäre super. Kommen wir überraschen mal Theresa mit unserem neuen Pferd. Na, Theresa? Was sagst du dazu? Ich hätte trotzdem gern besseres Zaumzeug und so. Ich würde jetzt aber einmal hier mich hinlegen wollen. So für einen kurzen Dings. Moment. Schlafen und speichern. Für eine Stunde legen wir uns mal schlafen. Damit wir das Pferd auf jeden Fall behalten. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, wenn wir jetzt drauf gehen oder sowas, dass das Pferd weg ist und wir es nochmal kaufen müssen. Und wer weiß, ob wir dann nochmal so ein gutes Geschäft kriegen könnten. Kopf ist leer. So, wo ist Theresa? Da hinten irgendwo. Was macht die denn da hinten? Na, Theresa? Wie hübsch du bist, Liebster. Dankeschön. Wollen wir wieder etwas unternehmen? Wollen wir wieder spazieren gehen? Das würde ich gern, Heinrich. Aber jetzt nicht. Komm in ein paar Tagen wieder. Du musst einem Mädchen hin und wieder etwas Luft lassen. In ein paar Tagen? Es sind schon Tage her. Wie lange? Ja, egal. Den Frauen die Zeit geben, die sie haben wollen. Ja. Und nicht die überstürzen oder so. Immer. Ja. Den Freiraum lassen und nicht klammern. Aber gehen wir mal zum Henker, der hat doch bestimmt was. Also der hat auf jeden Fall eine Aufgabe. Entdeckt. So, wo ist denn der? Da ist denn der Gabelberg. Und da ist der Henker.
Eliska? Moment. Lass mich in Ruhe. Was soll ich bloß tun? Fest begonnen, frag den Henker nach der weinenden Frau. Die weinende Frau? Weißt du, dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast? Ich habe ihren Gatten getötet. Was? Du hast ihn getötet? Er wurde rechtmäßig verurteilt. Sie wusste, dass es geschehen würde. Und warum ist... Die Leute würden sie aus der Stadt jagen. Sie hat hier niemanden. Ich dachte, ich kümmere mich um sie. Aber es soll wohl nicht sein. Weshalb? Weshalb? Das fragst du noch? Ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen. Wenn ich einmal sterbe, schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab, um meine Leiche nicht zu berühren. Ist es wirklich so schlimm? Ich beklage mich nicht. Die Arbeit wird gut entlohnt, aber man lebt wie ein Ausgestoßener. Ich werde sie auch schief ansehen, bloß weil du mit mir sprichst. Und davor fürchtet sie sich auch. Genau. Hat die weinende Frau keine Familie? Hat die weinende Frau keine Familie? Keine, von der sie weiß. Armes Ding. Du könntest ihr allerdings helfen. Ich? Wie? Ihr Gatte könnte noch Verwandte haben. Mit mir wird niemand sprechen. Aber du könntest mehr in Erfahrung bringen. Wieso willst du ihr helfen? Weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen? Willst du nicht, dass sie bleibt? Doch, sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Dieses Leben ist nicht für jeden. Was, wenn sie bei dir bleibt? Was würde sie erdulden müssen, wenn sie bei dir bliebe? Viel, das versichere ich dir. Die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben, zumindest nicht öffentlich. Und hätten wir Kinder, wäre es für die noch schlimmer. Ein glückliches Leben hört sich anders an. Es hat auch sein Gutes. Die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt. Und will jemand einen Knochen richten lassen, ist mein Ruf schnell vergessen. Und was soll ich machen? Wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? Frag Eliska selbst. Sie weiß ein bisschen über sie. Aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen. Okay, ich helfe. Mal sehen, was sich machen lässt. Danke, wenn auch nur für den guten Willen. Okay, ich frag sie mal. Ich kann nicht hier bleiben. Und wo willst du sonst hin? Egal. Ich kann nicht mit einem... Na los, sag es ruhig. Mit einem Henker, einem verdammten Henker leben. Ah, jetzt kann... Hermann schickt mich. Bin ich nur geendet. Nicht verzagen. Es könnte schlimmer sein. Was ist denn jetzt los gerade? Nur der Tod wäre schlimmer. Viel fehlt nicht mehr. Was war denn gerade mit der Aufnahme? Auf einmal so, Ich hoffe, Also zumindest bei OBS war das jetzt einige Frames weg. Ich hoffe, das hat jetzt nicht die Aufnahme gesprengt oder so. Es läuft jetzt anscheinend auch wieder flüssig, aber ich habe mich jetzt gerade voll erschrocken. Darf ich dich nach deiner Familie fragen? Kann ich dich nach deiner Familie fragen? Was willst du wissen? Deine Verwandten? Hast du denn keine Verwandten? Jemanden, der dich aufnimmt? Nein, die Pest raffte sie dahin. Und dann bin ich bei meinem Mann gelandet. Ich wusste, dass sie ihn eines Tages aufknüpfen. Was ist mit der Familie deines Gatten? Hatte dein Gatte keine Verwandten? Vielleicht. Er hat ein paar erwähnt, aber wir waren nie zu Besuch. Und mehr weißt du nicht? Nein, aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte, wird der Vogt sie kennen. Okay, das genügt. Das war alles. Was soll ich bloß tun? Ja, ich quatsch mal mit dem Vogt. Was soll ich bloß tun?
Ja! Erstmal den Weg hier wiederfinden. Obwohl, wenn wir das lesen, könnten wir auch unsere Lesefertigkeit verbessern. Wir müssen ja ein bisschen mehr lesen lernen. Immerhin haben wir die Grundfertigkeiten schon. Ein Sternchen. Na, Cornelius? Hast keinen Job bekommen? Ja, wenn jemand so abgehoben ist und dann sich, irgendwann wieder beim Vogt hier arbeiten oder so. Wieso? Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, geht er raus. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Gibt es Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Ilischka? Kennst du Ilischka? Die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das Leben kann hart sein. Ja. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun, entschuldige mich. Ich habe zu tun. Du schuldest mir was? Oh, das Aggressive kann ich nicht mehr... Okay, haben wir hier auch nicht. Aber das hier, du kennst mich gut genug und du schuldest mir was. Können wir machen. Ah, du kennst mich gut genug. Vogt, du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich Probleme eher löse als verursache. Da täuschst du dich aber gewaltig, Junge. Und jetzt geh, ich habe keine Zeit für dich. Du verschlechtert? Aber eine Sache weniger, um die du dich kümmern musst. Wenn Ilischka nicht beim Scharfrichter bleibt, hast du eine Sorge weniger. Jesus. Gut, dann frag doch den Schreiber. Danke. Hab Dank. Mach's gut. Wieso verschlechter ich die ganze Zeit meinen Ruf? Ratai? Ratai-Händler? Ratai-Bürger? Skalitzer Flüchtlinge? Ratai-Landschaft? Und Ratai-Waffenknechte? Wieso habe ich da jetzt... Okay, wo ist denn der Schreiber? Ah, warte mal, genau, der war doch da hinten, ne? Ist er das? Der Schreiber. Gott sei mit dir. Auch mit dir, Aufzeichnung über die Leute. Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir führen Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Ilischka wird darüber nicht erfreut sein. Ilischka? Meinst du zufällig die, die in die Mischex eingeheiratet hat? Ja, genau, du kennst sie. Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Er ist ziemlich eingebunden. Oh, gerade
schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab. Er soll vorbeikommen, wenn er wieder Luft hat. Und wo leben die Mishex jetzt? Einen Katzensprung von Ratai entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Okay, Möge Gott über dich wachen. So, statt der Familie von Lichkas hingerichteten Ehemann einen Besuch ab. Wo genau? Da hinten, okay, Jetzt nur hoffen, dass ich hier nicht angegriffen werde. So, da haben wir wieder eine Quest. Und da oben haben wir auch wieder eine Quest. Wahrscheinlich der Wildhüter wieder. Ja. Aber das sind angenehmere oder auch neuere Quests als immer hier. Ja. Töte 10 Banditen oder sammle 50 Kronstöckel oder sowas. Deutlich angenehmer, finde ich. Da ist ein Unterschied von der Bauweise auch noch. Wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall moderner, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, als hier oder hier. Das heißt, die hatten irgendwann hier angefangen und dann dahin ausgeweitet. Ja! So, komm. Warte mal. Okay, wir müssen über den Fluss. Ja, ich mache noch meinen Pferdeführerschein. Ich verspreche es. Den mache ich nur, der kommt noch. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Ja. Letztes Mal muss Theresa unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Haben wir abgeschlossen, okay. Wie viele Tage waren das jetzt? Entdeckt Mühle. Ah, okay, das ist schon die richtige Mühle hier. Okay, hier muss ich hin. Ja! So, mit wem muss ich reden? Mit der Dame wahrscheinlich da vorne. Ältere Frau. Was denn noch? Ich habe Neuigkeiten über Eliska. Ich habe Neuigkeiten über eure Schwiegertochter. Eliska geht es gut, sie braucht nur... Hab nie von der gehört, hau ab. Sie ist eure Verwandte. Ihr seid verwandt. Sie gehört zur Familie und braucht dringend Hilfe. Ich werd keinem helfen. Blöder Vettel. Es könnte sich für euch lohnen. Es könnte sich für euch lohnen. Ach, wirklich? Und was willst du? Die Witwe eures Sohnes braucht Hilfe. Sie kann nirgendwo hin. Was kümmert uns eine nutzlose Schnepfe?
Okay, wir sind in allem besser. Sie würde helfen. Das könnte, ich könnte Geld anbieten. Ein Feuer könnte gefährlich sein. Ach komm, ich versuche mal, ich versuche mal so. Sie könnte auf dem Hof aushelfen. Wenn jemand weiß, wie man anpackt, dann sie. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Schick sie her. Aber wehe, sie legt die Griffel in den Schoß. Muss sich ihren Teil verdienen. Das klingt ziemlich... Und wenn ich nur einen Mucks von ihr höre, komme ich mit der Rute. Eine tolle Familie. Ja. So, Gender. Ja. Dann reiten wir wieder zurück. Ich glaube, ich würde dir das doch nicht hier antun wollen, sagen wir so. Aber okay, wir wollen ja die Erfahrungspunkte sammeln, sage ich jetzt mal. Und dann wird die Quest auch irgendwie abgeschlossen. Ja. So, hier den Weg. Ja. Zum Galgenberg. Ich hoffe, der beschwert sich jetzt nicht, dass ich hier durchreite. Also da haben wir wieder einen Weg. Jetzt sehe ich den Weg nicht mehr. Aber egal, wir sind schon da. Ja. So, Eliska. Klamotten müsste es aber auch einmal waschen gehen. Geh lieber und nimm ein anständiges Bad. Du duftest nicht gerade nach Rosen. Du hast auch gehört zu weinen. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben. Aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Nichts aber. Sie würden dir ein Zuhause geben? Sie sind nicht sonderlich nett. Sie sind... keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Ich bespreche das mit Hermann. Du hast recht. Ich spreche noch einmal mit Hermann. Gott behüte dich. Aufgabe begonnen, sprich mit Hermann. Oh, Hermann. Eliska sieht besser aus. Ja, aber glücklich ist sie nicht. Gott hat ihr schwere Prüfungen auferlegt. In der Tat. Wusstest du, dass die Pest ihre ganze Familie dahinraffte? Sie war gerade erst 12. Ich... Seine Familie zu verlieren ist hart. Verzeih, ich habe nicht nachgedacht. Und, konntest du etwas über ihre Sippschaft herausfinden? Ja, aber ich kann sie nicht leiden. Ja, es ist eine Familie.
Ich konnte sie ausfindig machen. Sie würden sie aufnehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Überlass ihr die Entscheidung. Solange es ihr dort besser geht als hier. Willst du, dass Eliska bleibt? Ich frag mal. So wie du von ihr sprichst, möchtest du, dass Eliska bei dir bleibt? Weißt du, sie war schon immer ein süßes Mädchen. Als sie mit ihrer Familie nach Ratai kam, damals noch ledig, war sie schon wunderschön. Und es mag dich überraschen, aber sie wechselte sogar hin und wieder ein Wort mit mir. Es grämte mich, als sie diesen Taugenichts heiratete. Ja, es war naiv von mir. Aber ich dachte immer, dass wir zwei vielleicht... Nun, das Schicksal amüsiert sich gern. Ich habe ihren Gatten aufgeknüpft und sie lebt bei mir. Nach all den Jahren, in denen ich an sie dachte. Ich möchte, dass sie bleibt, aber ich will auch nicht, dass sie unglücklich ist. Okay. Eliska? Wo wirst du bleiben? Hast du dich entschieden? Ich kann nicht. Ich kenne die Mischeks nicht. Aber ich hätte eine Familie. Ich glaube, du sollst bei Hermann bleiben. Hermann könnte dir auch eine Familie geben. Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne keinen besseren, um ehrlich zu sein. Aber er ist ein Henker. Und wo ist das Problem? Dass die anderen Weiber sich unten am Fluss nicht mehr mit dir unterhalten würden? Hat dich dieser Klatsch je interessiert? Er ist ein feiner Kerl, oder nicht? Er würde sich um dich kümmern und wäre auch dazu in der Lage. Und er will dich. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Aber hat er das wirklich gesagt? Ja, er sagte, er sei seit Jahren in dich verliebt. Er fand schon immer, du seist das süßeste Mädchen in Ratai. Wirklich? Wir haben hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Nun, er war immer gut zu mir. Bei allem, was heilig ist. Du hast recht. Ich bleibe. Lebe wohl. Hermann? Ja? Dürfte ich vielleicht hier bleiben? Für immer, meinst du? Wenn du nicht willst, dann... Du darfst. Natürlich darfst du. Eliska, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Ja, hier ist, hier geht es ihr besser. Ich rede nochmal mit ihr. Danke, Heinrich. Ich glaube, mit Hermann habe ich endlich mein Glück gefunden. Hast du. Ihr beide seid wie füreinander bestimmt. Hermann? Warum war ich jetzt eigentlich bei denen in der Wohnung? Ach, da ist Hermann. Hermann? Danke, Heinrich. Danke. Gerne. Das Wichtigste ist, dass alles gut ausgegangen ist. Ist es. Hab Dank. Und ich möchte dir das geben. Allmächtiger, ich habe Eliska. Nach all den Jahren habe ich, der Henker, die Frau, die ich liebe. 200 Groschen haben wir dafür. Ja, hat er sie jetzt bei mir gekauft? Das klingt so böse, aber... Mir fällt nichts ein, was ich jetzt Vernünftiges sagen könnte dazu. Aber ich glaube, wir haben ihr eine Frau verkauft. Ja. Ja. Warte mal. Eine Sache. Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Kann ich irgendwo sehen, ob ich stinke? Vielleicht bei Auffälligkeit oder sowas. Weil seitdem wir dieses Pferd hier haben, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, werde ich von jedem angesprochen, dass ich stinken soll. Überträgt das Pferd hier seinen Gestank auf mich? Ja.
glaube, ich brauche dann doch den Skill Duft eines Mannes oder so. Ja. So, ich will jetzt aber mal nach da hinten hin. Da haben wir einen Stern. Also eine Quest. Hat ihr erzählt, dass meine Gattin flirtet? Nö, wusste nicht, dass sie das kann. Hat erst vor kurzem angefangen. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ich hier lang muss. Nicht stehlen. Hä? Oder muss ich weiter nach oben vielleicht? Oder warte mal. Offenes Klo. Sorry. Ich wusste nicht, dass es privat ist. Wer bist du? Lauf hier mit einer Schlüssel rum. Oder hier hin? Hans, ist er wieder wach? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Geht es dir besser? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel. Und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen in meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung. Sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Bäder begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Weshalb die Bäder? Weshalb die Bäder? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Für wie lange? Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Und deine Verletzungen? Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Okay, wir treffen uns beim Bäder. Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Mach's gut. Komm am Abend zu Herrn Hans Carpon ins Badehaus. Du hast gelernt Höflichkeit. Jetzt weiß ich zumindest, wo Hans war. Also. Und haben ihn auch schon jetzt wieder gesehen nach der Jagd. Und dass er direkt mit uns zum Badehaus will? Ich habe die Vermutung, dass es das ist, was ich da in den Trailer mal gesehen hatte. Jetzt eben warten bis kommen 6 Stunden. Ich will das jetzt mal mitnehmen. So, 21 Uhr. Also kurz vor.
Nehmen wir diese Folge auf jeden Fall ja. mit. Ach, da hinten waren die. Benutzen. Herr? Ja? Was ist denn? Herr, ich bin's, Heinrich. Okay. Können wir ihm zuhören? Vielleicht noch mal warten? Noch ein bisschen halt? Ich hab bezahlt. Warum soll ich nicht glotzen? Tja. Du willst doch nicht heimkommen und reinschauen wie ein Karpfen, oder? So, jetzt müsste ich da doch reingehen dürfen, oder? Vielleicht warte ich hier einmal. Schönen Tag. Was willst du? Lebe wohl. Ich wollte eigentlich da zu Hans. Hans? Wie kann ich dienen, Herr? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Komm, natürlich. Gewiss, gut. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Es lief nicht wie geplant? Es lief also nicht wie geplant? Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es besser. Also gut, du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. Ja, komm, warum nicht? Sicher doch, warum nicht? Sidonia? Würfle mit Sidonia jetzt zu bei dir, ne? Sollen wir würfeln? Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Ganz sicher. Ah. Dann zeig mal, wie gut du bist. Möge Gott über dich. Heilige Barbara, führe meine Hand. So, wie ging das Spiel nochmal? Hilfe, 1 ist 100 Punkte, 5 ist 50 Punkte. Nehme ich mal die Zweien. Hast du Angst, dass ich die Punkte abnutze? Die hat aber normale Würfel. Das war's für mich. Okay, ich habe hier zwei Fünfen. Und eine 1. Weißt du, Vorsicht und Feigheit liegen nah beieinander. Okay, die hat sich da eine Straße gebaut. Ich hab verloren. Ich habe gerade einen guten Start erwischt. Warte mal, 1, 2. Punkt und fortfahren.
Hast Mist. Du Angst, dass ich die Punkte abnutze? Vorbei. Wie gut will sie sein? Warte mal. Mach mal so. Sieh an, sieh an. Das war unerwartet. Wie lange ziehen wir das jetzt durch? Wird wohl doch eine längere Folge. Aber jetzt wird's was. Was? Oh nein. Pech gehabt, meine Herren. Ich schätze, ihr hättet nun gern, dass ich ebenfalls blank ziehe. Jetzt, wo du es sagst. Tut mir leid, aber ich muss auch irgendwann schlafen. Dann viel Glück. Hans? Ich könnte auch ein Bad vertragen. Dann zieh blank und hüpf rein. Na komm. Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Leg deine Kleider in die Truhe. Welche Truhe? Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut. Einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Ja, Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut der es auch. Komm, da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Her damit. So ist recht. Komm, wir bauen unsere Kräuter. Holst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich. Wie sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Der Henker hat ein Herzliebchen. Wusstest du, dass der Henker ein Herzliebchen hat? Echt? Ist sie ein Wiedergänger? Nein, eine Sterbliche. Ihr Name ist Eliska. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ihr Gatte wurde von ihm hingerichtet. Du lieber Schwan. Tja, anders kann er sich vermutlich keine Frau angeln. Und wie geht es dir? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Wähler sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Clara, Liebste! Du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Oh, da ist Clara. Da haben wir begonnen. Mein Hans? Nochmal mit dem reden, ne? Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber tränke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Ja, komm, na gut. Na gut. Was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich hatte eine Frage zu... Ne, also gut. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Soll ich jetzt nackt dahin oder wie?
Aber ich würde sagen, dann machen wir das doch vielleicht in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.